Ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem heutigen Themenabend zur Wiener Charta Pro und Contra. Es diskutieren heute mit uns gemeinsam dann nachher der Gemeinderat Cengel Akilic von den Wiener Grünen, der auch für Jugend und Integration zuständig ist und eben hauptverantwortlich für die Wiener Grünen für den Wiener Charta-Prozess. Weiters die Maxi Klein, sie ist stellvertretende Landessprecherin der Wiener Grünen. Zu meiner Linken der Gerd Walchers, er ist Politikwissenschaftler an der Uni Wien am Institut für Staatswissenschaft. Er hat seine Forschungsschwerpunkte zur Migration, dem österreichischen politischen System und Citizenship. Weiters ist er Vorstandsmitglied der Initiative Minderheiten. Und Eva Cecic ist Bezirksrätin im 20. Bezirk von den Wiener Grünen eben auch und Vorstand der Frauenorganisation. Ich ersuche dich nun, Cengel, kannst du uns erklären, was ist bis jetzt passiert im Wiener Charta-Prozess? Wie haben die Gespräche bis jetzt stattgefunden und warum gibt es genau heute diese Veranstaltung hier? Einen wunderschönen Abend von meiner Seite. Ich fange einmal mit der letzten Frage an, warum gerade heute diese Veranstaltung und nicht vor einer Woche und nicht nächste Woche. Heute ist die Wiener Charta-Zukunft gemeinsam leben in die Finalphase eingetreten sozusagen. Es gibt die Online-Diskussion derzeit. Ab heute kann man 14 Tage lang mitdiskutieren. Aber grundsätzlich zu Charta, wie ist Charta zustande gekommen, warum brauchen wir diesen Prozess, wieso die Idee einer Wiener Charta-Zukunft gemeinsam leben? Es steht in unserem Regierungsübereinkommen im Kapitel Integration drinnen, dass wir eine Charta ausarbeiten sollen, beziehungsweise dass die Wienerinnen und Wiener selber eine Charta ausarbeiten sollen, mit denen sie gemeinsame Nenner entdecken können. Am Anfang war ausgelegt, man wird eher über Integration sprechen. Wir haben dann in langen Diskussionen gesagt, das Zusammenleben betrifft doch mehrere Bereiche im Leben, nicht nur Innen- und Ausländer. Außerdem dürfen wir jetzt nicht zulassen, dass Wien 6 Monate lang über Ausländer denkt. Inländer-Ausländer-Themen diskutiert. Insofern ist dann der Prozess eingeleitet worden mit einer Themenfindungsphase, wo die Leute 14 Tage lang Zeit gehabt haben, ihre Themen einzubringen. Es sind 1848 Themen eingebracht worden und es hat dann nach diesen 14 Tagen mit den Charta-Gesprächen begonnen. Ein Charta-Gespräch war ganz einfach erklärt. Jemand interessiert sich für ein Gespräch und sagt, ich möchte an dem Tag dann und dort ein Gespräch organisieren, stellt das auf die Hauptseite von der Charta und lädt dann die Leute dazu ein, mitzudiskutieren. Wir sind dann natürlich drauf gekommen, dass das nicht so einfach geht, wie gesagt. In der Praxis schauen die Dinge anders aus, aber es haben doch jetzt bis jetzt haben über 6000 Menschen teilgenommen, es sind über 500 Gespräche geführt worden und über 90 sind noch angemeldet. Durchzuführen ist. Das Ziel der Charta von unserer Seite war Bekämpfung von Rassismus und Finden gemeinsamer Nenner in der Gesellschaft. Was macht Wien aus? Und es war auch ein Prozess, wo wir zu einem Kick geben wollten, dass die Wienerinnen selber diskutieren, was kann ich zum Zusammenleben beitragen? Also nicht nur Forderungen an die Politik, sondern wie kann ich mein Umfeld beeinflussen, wie kann ich mein Verhalten so einstellen, dass das Zusammenleben im Leben besser funktioniert. Und da sind 3 Schwerpunkte dann entstanden, miteinander auskommen, anders sein und aufgenommen, lebt sich besser und entlang dieser Themenpalette wurde dann diskutiert. Wir werden dann am 14. Oktober fertig sein mit diesem Prozess und dann werden wir über Endprodukte des Prozesses diskutieren. Das wäre natürlich. Maxi Klein, du hast für den 15. Bezirk ein Charta-Gespräch organisiert. Kannst du uns bitte berichten, wie es da dabei gegangen ist in der Organisation und in der Durchführung? Ja, also wir haben als Grüne am 15. beschlossen, dass wir ein Charta-Gespräch machen wollen. Mal einfach, weil wir der Meinung waren, dass wenn Leute, die sich vorher noch nicht gekannt haben, zusammenkommen und miteinander reden, ist es immer gut. Da kann einmal prinzipiell gar nichts schlecht dran sein. Und natürlich hat man natürlich auch den ein bisschen egoistischen Anspruch, da was herauszufinden, was denn die Menschen, die bei einem Bezirk wohnen, so denken über den Bezirk.
Das Schwierigste für uns war einmal, aus diesen drei Punkten, die du schon mal genannt hast, was herauszufiltern, mit dem wir was anfangen konnten, weil diese Themenbereiche dann schon so groß sind, dieses Miteinander auskommen, anders sein und aufgeräumt lebt sich es besser, das ist irgendwie so riesig. Miteinander auskommen, das kann ja irgendwie alles sein. Wir haben gedacht, gut, wir können ja einen Untertitel schreiben für uns. Und haben dann sowas wie die eigene Umgebung mitgestalten, also so Verantwortung übernehmen für die eigene Umgebung, aber auch, was kann man machen, damit sich da was verändert, genommen. Das hat sich dann einmal gleich als riesige Schwierigkeit herausgestellt, weil dann irgendwie zurückgekommen ist vom Kadro, naja, also so war das jetzt nicht gemeint, ne? Das müsst ihr jetzt schon umformulieren. Das muss ja schon mehr besser reinpassen. Dann haben wir es irgendwie wild umformuliert, damit das da reinpasst. Und das Anmelden ging dann eigentlich recht einfach. Wir haben uns entschlossen, eine offene Veranstaltung zu machen, damit nicht nur Leute kommen, die wir eh schon kennen. Uns ist dann aber ausgefallen, dass der Vorgang, dass man sich da anmeldet auf der Seite der Wiener Charta, für viele Menschen so unsagbar kompliziert ist. Da braucht man irgendwie was mit einem Facebook-ID oder mit einem WinGV.at-ID, kann man sich da anmelden und da muss man sich einloggen und da muss man sich irgendwie kompliziert eintragen. Und gedacht, das wird nie was. Und sind dann doch dazu übergegangen, überall zu schreiben, dass sich die Leute auch bei uns anmelden können und wir melden sie dann einfach über die Charta-Seite an. Das hat dann auch funktioniert. Also sind dann, außer von den Leuten, die schon in unserem näheren Umkreis waren, dann doch 6 oder 7 gekommen, mit denen wir noch gar keinen Kontakt hatten, aber eben alle sich über uns angemeldet und keiner über die Charta-Seite, weil alle gefunden haben, das war zu kompliziert. Dann war es auch mit den Moderatorinnen, also man hat uns dann 2 zugeteilt, da war es am Anfang relativ schwierig, Kontakt zu denen zu kriegen und wir fanden auch die Auswahl ein bisschen eigenartig, weil die Person, die für das Protokollieren zuständig war, jemand ist, der in einem Verein arbeitet, der irgendwie relativ gleich neben unserem Büro ist, nämlich also bei der Gebietsbetreuung, mit denen wir sozusagen auch politisch zu tun haben, eigentlich ein politisches Gegenüber ist von uns und von uns als Bezirkspolitikerinnen ja auch weisungsgebunden ist, zum Teil in der Funktion als Gebietsbetreuung. Da waren wir uns nicht ganz sicher, ob da jemand darüber nachgedacht hat, wie man das auswählt. Also es hat dann trotzdem gut funktioniert, außer dass beide Moderatorinnen, die wir hatten, das noch nie gemacht haben vorher und selber ein bisschen überfordert waren mit der Situation. Gut, das war dann die Diskussion selbst, da hat sich dann herausgestellt, dass es eh eigentlich vollkommen wurscht ist, welches Thema man dort angegeben hat, weil es wird dann eigentlich sowieso über alles diskutiert, was den Leuten gerade einfällt und was sie schon immer mal sagen wollten, ohne dass ihnen jemand zugehört hat. So ist es dann auch abgelaufen. Die Moderatorin war da auch nicht wahnsinnig durchsetzungsfähig beim Thema zu bleiben, also wir sind dann sehr schnell abgedriftet und so alles. Es sind natürlich die Klassiker gekommen, wie wieso spucken die Menschen eigentlich immer auf die Straße, das ist doch urgrauslich und in meinem Haus kann keiner Deutsch, wobei auf sehr wertschätzende Art und Weise. Und also was ich spannend gefunden habe, war dann aber auch an diesem, dass man dann zusammen Sachen formulieren muss, auf die sich alle einigen können. Also Sätze, wo man sagt, ich werde das und das machen, auf das sich alle einigen können, obwohl die Formulierung, ich werde das und das machen, für viele ein bisschen schwierig war. Das hat dann schon dazu geführt, dass man nicht einfach so diesen Ärger einfach rauskotzen kann, wie man das gerne macht, sondern dass man sich wirklich mit allen, die dort waren, verständigen muss, auf was meine ich, wie meine ich das ganz genau, wie könnte man das vielleicht falsch interpretieren, wenn man es nicht genau formuliert. Und dass man sozusagen auch argumentieren muss, seine eigene Meinung und auch argumentieren muss, was möchte ich eigentlich, dass die Menschen anders machen? Nicht nur, was machen sie falsch, sondern wie kann ich das auch vorleben, dass andere Menschen das besser wahrnehmen? Das hat dann eigentlich zu einem total schönen Ergebnis geführt und wir sind dann noch, nachdem das Gespräch vorbei war, noch 3 Stunden mit allen zusammengesessen und sind was essen gegangen und das war eigentlich total nett und wir haben auch Kontakt behalten mit vielen von denen, die dort waren. Danke für deine Erfahrungen. Eva, du hast auch an einem Katergespräch teilgenommen und hast auch versucht, selbst eins zu organisieren. Vielleicht kannst du uns auch von deinen Erfahrungen berichten. Ja, ich sage ganz kurz am Anfang, ich glaube schon, dass dieser Prozess wichtig war, dass er sehr vieles Positives bewirkt hat. Maxi hat mir eigentlich fast schon ein paar Kritikpunkte vorweggenommen. Was sozusagen mir nicht ganz klar ist, was der Anspruch von dem Ganzen war. Also wenn sozusagen das Ziel war, dass Menschen miteinander reden, dann ist das gelungen. Wenn der Anspruch aber war, dass sich sozusagen gesellschaftliche Phänomene oder Strukturen verändern, dann wurde das für mich klar verfehlt. Maxi hat auch gesagt, also bei den Moderatorinnen
Ich fand das ganz, ganz toll, dass sich sozusagen hier Leute melden konnten. Auf der anderen Seite hat das ein wenig an Wertigkeit verloren, weil sehr viele diesem Anspruch, glaube ich, nicht gewachsen waren oder dieser Herausforderung. Ein weiterer Widerspruch, den ich gesehen habe bei dem Ganzen, Jeanne, du hast gesagt, das steht im Koalitionsabkommen, und zwar im Kapitel Integration und Migration. Und ich fand das eigentlich ganz toll, dass man am Anfang gesagt hat, es geht bei diesen Katergesprächen aber nicht nur um Integration oder Probleme mit den sogenannten Ausländern, sondern es geht allgemein um ein besseres Zusammenleben. Und wie gesagt, hier der Widerspruch, also auf der einen Seite war die Ausgangslage so, dass man versucht hat, eben dieses Integrative hier zum, besser hervorzuheben oder diese Konflikte zwischen Migrantinnen und sozusagen Einheimischen besser zu verstehen oder drüber zu reden. Auf der anderen Seite hat man das fast schon ein bisschen vertuscht und hat dann auf einmal irgendwie über saubere Stadt geredet oder ich und die anderen, wo für mich dann nicht klar war, was soll das Ganze jetzt bewirken. Ein anderer Kritikpunkt für mich war auch von Anfang an, dass es keinerlei Evaluierungskriterien gibt. Also wir stehen zwar hier da und reden drüber, was mir aber und ich glaube vielen anderen auch nicht klar war, wie soll das dann jetzt ausgewertet werden? Wir haben jetzt eine Reihe an Gesprächen geführt. Es soll irgendwie dokumentiert werden, aber wie schon vorher erwähnt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt großartig was ändern würde, weil die Leute, die vorher schon bereit waren, in Gespräch miteinander zu treten oder einfach offen gegenüber Konflikten waren, die waren es auch schon vorher. Also die haben sozusagen nicht erst darauf gewartet, bis dieses Katar ins Leben gerufen wird. Was jetzt meine persönliche Erfahrung anbelangt, also ich bin im 20. Bezirksrätin und wir haben uns lange überlegt, welche Themen nehmen wir, haben dann drei Themen gehabt, haben Vorarbeit geleistet, also haben sozusagen mit denjenigen, mit denen wir dann diskutieren wollten, auch schon vorab gesprochen, ob sie bereit wären, die Bereitschaft war da. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe versucht eben, das hast du auch schon erwähnt, mit dem Einspeisen der Themen, das war gar nicht so einfach und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da nicht auskenne. Was eher mühsamer war, ist, dass permanent die Meldung gekommen ist, das geht nicht. Und ich habe dann sozusagen also vor allem bei einem, also ich nenne jetzt ein konkretes Beispiel, im 20. gibt es die Initiative, Bürgerinitiative Dammstraße, falls die bekannt ist, also sie treffen sich bei eher FPÖ-lastigen Stammtischen und wettern gegen den Ausbau eines Gebetshauses dort. Und genau dieses Thema wollten wir mal besprechen, also so die Anrainer, die Anrainerinnen dort und vielleicht sozusagen die Leute, die dort ins Gebetshaus gehen, weil es da teilweise auch nicht einmal um anti-islamische Dinge geht, sondern um so banale Dinge wie bitte kommst nicht mit dem Auto, sondern vielleicht mit den Öffentlichen, weil dann ist die ganze Straße da nicht zugeparkt. Jedenfalls wurde das abgelehnt. Und ich habe dann die Ursula Struppe kontaktiert von der MA17, die zuständig ist und habe einfach auf eine Antwort oder eine Begründung beharrt, wieso das dann nicht ginge und habe als Antwort erhalten, religiöse Themen gehen nicht und wenn sie zu konfliktbehaftet sind, dann auch nicht. Und dann habe ich schon gemerkt, dass bei uns auch im Bezirk ein bisschen die Motivation nachgelassen hat und wir uns auch die anderen Themen dann angeschaut haben auf der Homepage und festgestellt haben, okay, also Podiumsdiskussionen zum Thema, wie gehen wir besser miteinander um, haben wir eh schon gemacht. Also was ist jetzt sozusagen das tatsächliche Ziel dieser Charta und vor allem, wie soll es evaluiert werden am Ende und was sozusagen soll denn rauskommen, also beziehungsweise was ist dann dieser längerfristige Effekt? Sprich für mich, dann war die Konklusion irgendwie, es ist schön und gut miteinander zu reden. Ich fand es auch toll, dass es stattgefunden hat. Ich glaube halt nur, dass es nur ein bisschen ein paar Kratzer an der Oberfläche vielleicht geglättet hat, aber jetzt an diesen richtigen strukturellen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, die diese Konflikte erst möglich machen, das hat es leider nicht geschafft. Zumindest aus heutiger Sicht. Vielleicht kommt ja noch was. Magst du gleich anschließen, Gerd, oder magst du ein Top-Antworten geben, Schemal? Was ist euch? Okay, dann bitte Gerd eine politikwissenschaftliche Sichtweise auf die Wiener Karte. Die haben wir eigentlich eh auch jetzt gerade schon gehört. Nein, ich kann das sehr gut anschließen und du hast schon einige Punkte genannt, die ich mir auch überlegt habe. Ich muss dazu sagen, ich selbst habe an keinem Gespräch teilgenommen, habe auch keins moderiert. Habe mir aber die Homepage eingehend angeschaut und habe das Ganze über die Medienberichterstattung ein bisschen verfolgt.
Das heißt, Kritik, die geäußert wird, ist auch vor allem vor diesem Hintergrund zu verstehen, dass ich eigentlich über was rede, wo ich nicht dabei war. Ja? Also als großes Rufzeichen vorweg. Ich möchte aber auch was mit was Positivem gleich mal beginnen. Das ist einerseits der Prozess selbst, meiner Meinung nach, dass das überhaupt stattgefunden hat, dass da ein Forum geschaffen worden ist, und die Zahlen sind tatsächlich meiner Meinung nach auch durchaus beeindruckend, wie viele Leute da hier tatsächlich teilgenommen haben, on oder offline, wie auch immer. Ein Forum, wo Dialog, von mir aus auch Streit oder Auseinandersetzung stattfinden kann, da glaube ich tatsächlich, dass es so etwas braucht. Das merkt man immer wieder bei Podiumsdiskussionen, so wie Max ja auch gesagt hat, ist eigentlich das Thema völlig egal. Die Leute wollen etwas und freuen sich, dass sie irgendwo hingehen können und irgendwie mal Dampf ablassen können auch. Also das ist auf jeden Fall einmal sicher was Positives. Das Zweite, was ich auch sehr positiv gefunden habe, und das hast du auch schon angesprochen, Eva, das ist die thematische Breite. Das ist eben jedenfalls, wie es dann öffentlich vorgestellt worden ist, nicht auf dieses I-Thema, also auf die Integration, reduziert war, sondern dass es eine breite Palette an Themen gegeben hat, die das unter der Überschrift Zusammenleben an sich, also jung, alt, Geschlechter, Sexualität, habe ich eher gesucht, aber war vielleicht auch mit gedacht. Jedenfalls war es nicht reduziert auf das sogenannte Integrationsthema. Das finde ich per se auch schon einmal etwas Positives. Gleichzeitig, und jetzt kommt so ein bisschen der Schwenker dann zur Kritik, ist immer wieder herausgestrichen worden, dass es ja prozessorientiert sei. Also der Prozess steht im Vordergrund, das Ergebnis ist sekundär oder ja, sagen wir mal sekundär. Gleichzeitig heißt das Ding aber Wiener Charta. Zusammenleben, wie heißt es genau? Zukunft gemeinsam leben. Das heißt, da steckt eigentlich das Ergebnis schon drinnen. Wir wissen alle, am Schluss soll eine Charta herauskommen. Das war von Anfang an so gesagt. Mit der Erwartungshaltung stelle ich mir vor, sind die Leute auch zu diesen Gesprächen gekommen oder partizipieren auf der Homepage. Das ist ein bisschen meiner Meinung nach ein Widerspruch. Zu sagen, eigentlich geht es uns darum, dass die Leute miteinander reden, das ist das eigentliche Wichtige, und dann aber zu sagen, und jetzt machen wir da eine Charta draus, wo dann auch nicht klar ist, was genau da drinnen stehen soll. Und da gibt es, das haben viele auch, glaube ich, durchaus kritisch mal wahrgenommen, wozu brauchen wir so eine Charta? Es gibt ein Regelwerk, das das Zusammenleben in Wien regelt, das ist die Rechtsordnung. Ja, sei es jetzt die Bundesverfassung, sei es die einfachen Gesetze oder sei es einfach irgendwelche Verordnungen auf kommunaler Ebene, und an die haben sich alle zu halten. Wozu brauche ich jetzt noch drüber reden? Also das sozusagen ist einerseits ein Widerspruch, wenn der Prozess so herausgestrichen wird, und so habe ich dich auch verstanden, von wegen, was war jetzt eigentlich das Ziel. Jetzt drehe ich das Ganze um und sage, was passiert jetzt eigentlich nachher? Ich finde nämlich, dass dieser Prozess stattgefunden hat, sehr gut, dass die Leute miteinander reden, von mir aus sich auch einmal auskotzen können. Das soll ja nichts Schlechtes sein. Aber wenn die Charta dann da ist, wie kann das weitergehen? Wie kann dieser Prozess verstetigt und weitergeführt werden, wenn es dann eh schon eine Charta gibt? Also dann brauche ich keine weiterführenden Charta-Gespräche mehr. Welche Motivation kann es dann noch geben, wenn das als die Motivation jetzt und als das als Ergebnis hingestellt worden ist, die Gespräche weiterzuführen? Also das scheint mir ein bisschen ein Widerspruch zu sein. Insofern würde ich weniger wollen, nämlich kein Ergebnis als Charta, aber mehr irgendwo den Prozess trotzdem am Laufen halten. Klingt vielleicht widersprüchlich, mag es auch sein. Was auch ausgeklammert worden ist, und das glaube ich ist auch ein, so, wiederum habe ich dich auch verstanden, Eva, die strukturelle Ebene. Also es wird auch explizit gesagt, es geht darum, was jeder Einzelne tun kann, und Forderungen, Wünsche und Anregungen an die Politik und die Verwaltung sind nicht Thema. Das heißt, alles, was mit irgendwie mit Gesetzen zu tun hat, alles, was auf eine strukturelle Ebene abzielt, darf nicht Thema sein eigentlich. Und das klammert sehr viel aus. Also Forderung nach politischer Mitbestimmung für Migrantinnen in Wien zum Beispiel, also ein kommunales Wahlrecht, dürfte ich hier nicht stellen, weil das ist eine Forderung, ein Wunsch, eine Forderung an die Politik oder die Verwaltung. Oder zu sagen, die Verwaltung muss mehrsprachig sein, ist ein Wunsch an die Verwaltung. Das darf ich im Rahmen dieser Charta-Gespräche eigentlich nicht artikulieren, weil das steht da. Es geht darum, was jeder Einzelne tun kann. Und damit wird ein bisschen dieses
Thema, wenn ich jetzt das Zusammenleben-Thema oder auch ganz speziell das Rassismus-Thema individualisiert. Also es geht weg von einer strukturellen Ebene, sondern was jeder und jede Einzelne tun kann. Das ist zwar irgendwie so auch sehr emanzipierend, wir können alle was dagegen tun, in Wirklichkeit können wir aber auch vieles nicht tun, nämlich alles das, was ich eben gesagt habe, an der strukturellen Ebene ansetzt. Wenn ich jetzt das Beispiel, weil es gerade im Sommer so aktuell war und also nichts mit dem sogenannten Integrationsthema zu tun hat, das Fahrradthema hernehmen, das ja sehr präsent dann auch war, dann dürfte ich sagen im Katergespräch, ich will, dass die Leute die Straßenverkehrsordnung, also die RadfahrerInnen von mir aus, die Straßenverkehrsordnung einhalten. Ich darf aber nicht sozusagen als Forderung artikulieren, ich will mehr Radwege haben, weil das ist ein Wunsch an die Verwaltung. Und der war da von vornherein ausgeklammert. Und den letzten Punkt, den ich mir da jetzt aufgeschrieben habe, und das ist leider auch schon gesagt, oder zum Glück, nein, leider, weil ich mich ein bisschen unnötig fühle, die wissenschaftliche Begleitung hat gefehlt, meiner Meinung nach, jedenfalls wurde hier nichts in irgendeiner Form kommuniziert, und Evaluierung und Dokumentation. Also mir ist nicht klar, es gibt für jedes Kartengespräch Protokolle, die sind, so wie ich das gesehen habe, von durchaus unterschiedlicher Qualität, manchmal sind sie sehr kursorisch und stichwortartig, manchmal sind sie recht ausführlich. Wie auch immer sie seien, es ist die Frage, wie 600 Gespräche gab es? Ja. Um 500 Gespräche, wie allein, selbst wenn das gute Protokolle wären, wie die ausgewertet werden können. Darüber findet man auch nichts. Also wenn es Ideen gibt, jedenfalls sind die nicht transparent. Und damit schließe ich jetzt wieder den Kreis, weil es ja dieses Ergebnis gibt, wir wissen alle, das heißt Wiener Katergespräche, wie diese Umsetzung der einzelnen Gespräche, dieser 100.000 Stellungnahmen und Likes, die dann die einzelnen Kommentare auf der Homepage haben, in eine Charta, wie das passieren soll, das ist für mich auch ein bisschen so eine Blackbox. Okay, es gibt diesen 6-Personen-Komitee, Beirat, weiß man auch nicht genau, wieso der so zusammengesetzt ist, wie er zusammengesetzt ist, aber was diese Leute da dann machen mit diesen Unmengen an Daten sozusagen und wie das in eine Charta, wenn man sie schon haben möchte, umgeformt werden soll, ist mir auch ein bisschen unklar, aber du wirst sicher gleich noch was dazu sagen. Vielen Dank für den Input und die Analyse. Ich glaube, du wolltest noch kurz ergänzen, Maxi? Ja, bitte. Ich habe mir, also jetzt unabhängig von dem Katergespräch, das wir analysiert haben, auch so Gedanken gemacht, weil wenn etwas Wiener Kater heißt und dann steht drinnen, es geht darum, was jeder Einzelne tun kann, dann wird das Kann ja irgendwann zu einem Soll. Dann wird ja irgendwann drinstehen, was jeder Einzelne tun soll. Es gibt nun mal unterschiedliche Vorstellungen davon, was richtiges und was falsches Verhalten ist. Und ich glaube schon, dass ein Prozess dazu dienen kann, dass das, was da dann rauskommt, für die Menschen, die dabei waren, leichter anzunehmen ist. Aber für die Menschen, die nicht dabei waren, ist es ja dann trotzdem schwierig anzunehmen. Und ich habe einfach Angst, dass dann irgendwie zum Schluss so eine Wischiwaschi-Geschichte rauskommt, wo dann drauf drin steht, wir sollen alle nett zueinander sein. Und alle Menschen, und wir bekennen uns dazu, dass in Wien alle Menschen gleich sind. Und dann auf der anderen Seite aber eben solche Sachen drinstehen sollen wie, man soll nicht auf die Straße spucken. Und jetzt können natürlich solche Regeln was bewirken. Also das Verbot, dass man die Scheiße von seinem Hund auf der Straße liegen lässt, hat ja auch zu was geführt. Aber dann muss es eben auch ein Gesetz sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da dann wirklich Sachen rauskommen, die auch jemand annehmen kann. Weil sie wahrscheinlich entweder so nette, schöne Allerweltsformulierungen sind, wir wollen, dass alle die gleichen Bildungschancen hat und ich werde mich dafür einsetzen, dass es in meiner Umgebung schöner ist und ich werde meinen Müll nicht auf der Straße liegen lassen und andererseits aber vielleicht sehr eindeutige Formulierungen kommen. Und wie werden dann es werden im Endeffekt irgendwelche Verhaltensregeln sein und wie kann man das dann machen, dass das aufgenommen wird? Ich glaube, dass da ein sehr schmaler Grat ist zwischen zu wischiwaschi, zu strikt und dazwischen ist wirklich nur so eine dünne Trennlinie, was die Menschen auch annehmen können. Okay, du hast sehr viele Fragen zu beantworten, einige sind aufgelaufen und offen. Vielleicht kannst du gleich damit beginnen, dass du nochmal kurz erklärst, wie ist das jetzt genau zu diesen Themenclustering gekommen? Warum wurden gewisse Themen ausgeklammert oder waren gewisse Möglichkeiten nicht da oder wie wurde progressiv auch damit umgegangen? Eingangs möchte ich mal vorausschicken,
dass so ein Prozess Wien zum ersten Mal erlebt. Ja? Also das war für uns auch eine Herausforderung, wie hält sich die Politik heraus, weil Ziel war es, dass nicht irgendwelche Vorgaben von der Politik stattfinden, bitte redet darüber oder das und jenes, sondern durch die Themenfindungsphase sollten die Leute einfach ihre Anliegen zum Ausdruck bringen, Dinge, worüber sie reden wollen. Ja? Dass wir gesagt haben, es sollen keine Forderungen an die Politik sein, hatte das Ziel, dass die Menschen einmal in sich hineingehen und sagen, was mache ich eigentlich in meinem Umfeld? Wie kann ich mein Umfeld beeinflussen? Sozusagen den Rahmen dafür schaffen, dass die Leute einfach nicht bevormundet sind, von sich aus auch über gewisse Dinge reden können. Das war das Ziel, deshalb haben wir auch den Katerbeirat errichtet. Es ist immer die Frage im Raum gestanden, wer wird im Vordergrund stehen, soll die zuständige Stadträtin das Ganze managen, Öffentlichkeit wirksam und so weiter, und soll jetzt ein koalitionärer Ausschuss dafür sorgen, wie die Themen geclustert werden oder nicht, haben wir gesagt, nein, dafür gibt es ein eigenes Katerbüro, das mit einer Agentur zusammenarbeitet. Und es gibt den Katerbeirat. Der Katerbeirat besteht aus Personen, die, wie man so schön sagt, direkt vom Leben kommen. Also es sind keine Experten, Expertinnen, es sind keine Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Auch die erste Gruppe, die zu Kater gegründet worden ist, aus 11 Leuten, hat bestanden aus Hausmeistern, aus NGOs waren dabei, es waren zwei Hausmeister, Lehrlinge waren dabei, Lehrer waren dabei, Kinder- und Jugendanwaltschaft und so weiter waren dabei. Das Ziel war, worüber spricht die Bevölkerung unter anderem, ja, das in einen neuen Rahmen zu setzen. Und hier haben wir eben in dieser Struktur Beirat. Beirat sollte nur dann eingreifen, wenn es Unstimmigkeiten gegeben hätte. Es hat ja Regeln gegeben, Etikette hat es geheißen, also es dürfen keine rassistischen, sexistischen und diskriminierenden Themenvorschläge eingebracht werden. Der Beirat hätte dann all diese Vorschläge analysiert und Stellung dazu bezogen. Also wieder nicht Politik. Ja? Und bei der Themenfindungsphase war es so, dass manche Themen zwar nicht angenommen worden sind, ich bin selber dann konfrontiert gewesen, mein Thema ist nicht angenommen worden, das sind Forderungen, aber diese Themen sind nicht verworfen worden. Diese Themen wurden an die zuständigen Stadträte und Stadträtinnen, vor allem politische Forderungen, weitergespielt. Marias Ressort zum Beispiel, also unser Ressort, hat 50 Themenvorschläge gehabt und diese 50 Themen sind dann an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet worden, beziehungsweise diejenigen Personen, die das vorgeschlagen haben, sind angeschrieben worden, dass deren Anliegen bearbeitet wird sozusagen. Also so gesehen denke ich mir, wichtig war es für uns, wie geht es der Bevölkerung? Wie spricht die Bevölkerung über solche Sachen? Und welche Potenziale gibt es in diesen Gesprächen? Und siehe da, ich habe selber in zwei Katergesprächen teilgenommen. Es sind auch Katergespräche angekündigt worden, die gar nicht stattgefunden haben, weil Leute nicht gekommen sind. Da gab es in der Bewerbung bzw. in der Unterstützung, wir haben das nicht so stark berücksichtigt, dass nur online das Ganze nicht funktionieren kann. Es war klar, auch wenn man eine offene Gruppe ankündigt, ja, dass sich die Leute nicht freiwillig für diese Katergespräche anmelden werden. Da sind wir später drauf gekommen. Wir haben dann versucht, jenen Einrichtungen, die organisiert haben, mit Rat und Tat festzustellen, wie man das machen kann. Ja. Und es hat dann bei vielen sehr gut funktioniert und die Zahl 6000 ist einfach ein Ergebnis dessen. Und auch die Ding, die Partnerinnenorganisationen, es haben ungefähr 300 Partnerinnenorganisationen mitgemacht und wir haben einen sehr wichtigen Punkt überschritten, indem wir nicht immer mit der üblichen Diskussionsrunden konfrontiert waren, sondern die Zielgruppe, die daran teilgenommen hat, war sehr, sehr vielfältig. Und die Bezirke, in denen die Katergespräche stattgefunden haben, waren auch sehr, sehr vielfältig.
Also so gesehen hat eine sehr, sehr große, breite Masse daran teilgenommen. Und in den Gesprächen habe ich gespürt, die Leute haben, dort wo ich war, die Leute haben das Gefühl gehabt, ich wähle jetzt überall etwas und es schreibt mir jemand etwas vor. Und anschließend sind die Teilnehmerinnen rausgegangen und haben gesagt, ich hätte mir eigentlich eine Kontinuität gewünscht, eine Nachhaltigkeit gewünscht. Ja. Ich möchte diesen Prozess eigentlich fortsetzen. Was der Charta-Prozess mit mir bringen wird in den Diskussionen, sind auch dann als Forderungen aufgestellt worden. Wenn man die Charta-Protokolle durchgeht, ja, sind sehr viele Vorschläge auch als Forderungen formuliert. Es ist auch drinnen in diesem Ding, die sind auch dokumentiert. Ja. Also so gesehen denke ich mir, wir müssen eine gute Evaluierung vorantreiben. Da gibt es aber zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, was denkt der Charta-Beirat über diesen Prozess und die Ergebnisse? Was macht das Charta-Büro und was macht die Koalition mit diesen Ergebnissen? Eine wissenschaftliche Begleitung der Evaluierung brauchen wir unbedingt notwendig. Ja? Also das müssen wir haben. Wir haben darüber auch schon gesprochen und haben gesagt, wenn es keine wissenschaftliche Analyse von dem Ganzen gibt, ja, braucht man nur die Ergebnisse abschreiben, das geht nicht, das wollen wir nicht haben. Ja. Also dahingehend sind wir konzentriert, dass man Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aufstellen. Das Ergebnis hat, wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, das Ergebnis muss vielfältig dokumentiert sein, in Form eines Buches oder einer Broschüre. Das heißt, es soll nicht nur die Mehrheitsmeinung von Charta-Gesprächen widerspiegelt werden, sondern was wurde in den Charta-Gesprächen diskutiert, warum ist dieser Prozess überhaupt notwendig gewesen und dieses Buch wollen wir dann an Bildungseinrichtungen herantragen. Also Erwachsenenbildung plus Schule und so weiter und so fort. Die Nachhaltigkeit von Gesprächen wollen wir, da habe ich heute ein Gespräch gehabt mit der EMA-Sitzung, wollen wir gewährleisten, eine der leichten Möglichkeiten ist, dass wir die Moderatorinnen nach wie vor aufrechterhalten. Also wenn eine Gesprächsgruppe sagt, ich möchte das weitermachen, dass die Stadt Wien von sich aus diese Moderatorinnen bezahlt und wenn eine Gruppe weitermachen will, dass das auch gewährleistet ist sozusagen. Und politische Erfolge, sage ich jetzt einmal. Erst einmal demokratiepolitisch gesehen haben wir niemanden ausgeschlossen aus diesem Prozess. Es passiert zum ersten Mal in Wien, dass wir nicht nach Aufenthalt fragen, nach Namen fragen, nach irgendwelchen Status fragen, sondern einfach es möglich machen, dass die Menschen, ob das Papierrobe sind oder österreichische Staatsbürgerinnen sind, einfach zusammenkommen und miteinander reden. Zweitens haben wir es geschafft, dass wirklich extreme Konfliktparteien, sage ich jetzt einmal, auch zusammengekommen sind und miteinander geredet haben. Freiheitliche mit irgendwelchen Moscheevertretern und Vertreterinnen sind sie zusammengekommen und haben miteinander geredet. Und drittens denke ich mir, es gab jetzt so Bürgerinnenbeteiligungsprozesse in Barcelona und in Zürich auch, ja. Das waren Online-Prozesse, wo zwar viele Leute teilgenommen haben, aber so face-to-face miteinander reden, einander das sagen können und in dieser Dimension. Also ich habe das ausgerechnet, es werden letztendlich über 20.000 Stunden sein, wo die Wienerinnen gesagt haben, ich möchte über das Zusammenleben in Wien reden. Und ich glaube, diese Bewegung führt dazu, das erhofft mich mir auch, dass unser Demokratieverständnis ein bisschen entwickelt wird. Was ich selber kritisch festgestellt habe, war, wie werden die Leute von den jeweiligen Organisationen, also Magistratsabteilungen und Schulen dazu bewegt, an diesem Prozess teilzunehmen. Ich habe oft die Meldung von den Leuten gehört, mein Chef informiert mich nicht genau darüber, also muss ich teilnehmen. Und wir stehen jetzt vor einer Demokratiekulturänderung. Dieses vorauseilende Gehorsam von Institutionen, Magistratsabteilungen gegenüber der Politik ist ein Problem und da haben wir hineingestochert sozusagen. Ja, und wir wollen das auch ändern, wenn irgendeine Einrichtung es nicht für notwendig hält, bei diesem Prozess mitzumachen, dann soll sie auch das nicht machen müssen. Also
das wollen wir auch. Also demokratiepolitisch haben wir auch einiges bewegt, denke ich mir. So, Wünsche, Anregungen, richtig falsches Verhalten. Wir wollen nicht einen Verhaltenskodex am Ende haben. Ja, ich darf nicht auf den Boden spucken oder sonst etwas. Das wollen wir nicht haben. Es kommen sehr wichtige Werte wie Respekt, man muss sich gegenseitig respektieren, auch in den Dokumenten drinnen, das steht auch drinnen. Es kommt einfach, man könnte gewisse Sachen, wenn man in gewissen Zeiträumen zusammenkommt und moderiert darüber redet, den Konflikt lösen zum Beispiel. Ja? Ganz einfaches Beispiel, da hat sich eine Gruppe getroffen im Interface macht so Kurse für Jugendliche und die Jugendlichen sind in einem Haus untergebracht, wo auch Bewohner und Bewohnerinnen das Haus benutzen und die Jugendlichen gehen hinunter, rauchen vor der Tür. Es sind in der Regel 10, 20 Jugendliche, wo dann die Hausbewohnerinnen nicht hineingehen können und es kommt zu einer Konfliktsituation. Und im Rahmen des Katerprozesses haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir dieses Problem lösen, wo gibt es Räume und Möglichkeiten, dass die Leute einfach auch ungestört rauchen können, beziehungsweise wie man dieses Problem lösen kann. Oder der Viktor Adler mal im 10. Bezirk ist zusammengekommen und hat diskutiert, wie können wir die Potenziale des Marktes, also die Vielsprachigkeit dort, die Angebote dort und die Fähigkeiten von Stadlern und Stadlerinnen im Umgang untereinander und im Umgang mit Kunden und Kundinnen verbessern, entwickeln und so weiter und so fort. Weil ich denke mir, in mehrerer Hinsicht war das, kam es seinem Ziel nahe, sage ich jetzt einmal, und das endgültige Ziel wird erreicht haben, wenn wir Ergebnisse haben. Und die Ergebnisse werden wir haben. Okay, wollte ich noch ergänzen? Ja. Ich würde gerne was dazu sagen. Also, ich tue mir schwer, wenn du sagst, erst wenn wir die Ergebnisse haben, erst dann bestimmen wir das Ziel. Ich sage es nochmal, ich finde es sehr gut, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Ich glaube, das haben Sie wirklich, also ich weiß es nicht, ich war, wie gesagt, bei zwei und da waren außer den Vereinsmitgliedern vielleicht noch zwei, drei andere Leute. Andere mussten abgesagt werden. Anscheinend gab es welche, die ganz, ganz toll besucht waren, weil sonst würde man nicht auf diese 6.000 Leute kommen. Auf der anderen Seite habe ich auch durchaus Kritik gehört, dass sich gewisse Organisationen fast schon gezwungen gesehen haben, diesen Katerprozess zu machen und es eher so halbherzig gemacht haben, weil das jetzt gerade rennt, aber jetzt nicht unbedingt ihres war. Und ich muss schon dann auch hier einhaken, wo du sagst, auch wenn das ein banales Beispiel ist, weil die Jugendlichen im Hof brauchen, braucht man da wirklich so einen breit angelegten Prozess, damit es möglich ist, so einen Konflikt zu lösen? Oder war das Ziel von Wiener Charta oder wird es das Ziel des Ergebnisses sein, dass man am Ende sagt, wir reden besser mit den Jugendlichen, damit sie nicht mehr die Chick-Stummeln hinhauen? Ich weiß, ich überspitze es jetzt bewusst. Ja? Ich überspitze natürlich, das ist, glaube ich, auch meine Rolle hier. Trotzdem will ich auch bewusst auf diese Widersprüche hinweisen. Und wenn du sagst, ich habe das vorher schon einmal angesprochen, ich sage es nochmal, weil es mir sehr wichtig ist, oder der gravierendste Widerspruch, es steht im Koalitionsabkommen unter im Kapitel Integration, Migration. Dann hat man aber, wie man angefangen hat, diesen Prozess zu präsentieren, gesagt, na, das sagen wir jetzt lieber nicht so forcierend, weil es geht ja nicht nur um die Migranten und Migrantinnen und die Konflikte, sondern es geht ganz allgemein um das Zusammenleben. Jetzt frage ich mich, wieso steht es dann nicht in einem anderen Kapitel, beziehungsweise wie wurde dann die Zielsetzung in dem Kapitel überhaupt erfüllt? Weil mir kam sozusagen diese Konflikte, die es durchaus gibt zwischen Inländern, Ausländern, wie man so schön sagt, viel zu kurz in dem Ganzen. Also das wurde sozusagen ein bisschen geschrammt, meiner Meinung nach. Und wenn du sagst, das Ziel von dem Ganzen, das hast du auch gesagt, war Bekämpfung von Rassismus, wird es dann nochmals augenscheinlicher, wenn man sagt, okay, also wie soll man da jetzt Rassismus bekämpfen? Es gibt hier keinerlei strukturelle Ansätze, wie man das ändern könnte. Und man hat auf einmal sozusagen ganz breit über alle möglichen Themen gesprochen. Und ich finde nochmal, es ist ganz, ganz toll, ja, dass die Leute miteinander geredet haben. Aber mir geht noch immer ab der Anspruch bei dem Ganzen und auch das Ziel.
Und weil du auch gesagt hast, ihr habt dann Vorgaben gehabt, also ich habe vorher erwähnt, was halt bei uns im 20. nicht zugelassen worden ist, aber du hast jetzt auch noch gesagt, alles was rassistisch ist oder sexistisch, was war das dritte? Diskriminierend. Ich denke mir, naja, dann sind sie ja fast schon von vornherein als Kuschelgespräche angelegt. Also ich denke mir, gerade wenn man sozusagen ein bisschen mutiger wäre, würde man sagen, na wieso, ich setze mich mit diesen Jugendlichen sozusagen zusammen, die rassistisch sind oder die sozusagen sexistisch agieren, dann wäre es spannend, mal so ein Gespräch zu führen. Ich denke, wenn man über Integrationspolitik redet, und das war auch das, was wir gleich zu Beginn gemerkt haben, Integration ist nicht ein Thema, das nur aus einem Thema besteht. Ja, das ist ja auch nicht bedingt. Wir wollten sagen, wenn es vor der Integration Hindernisse gibt, wenn man im Sinne von Inklusion das Ganze betrachtet, ja, dann müssen wir auch andere Themenfelder, andere Themenbereiche ins Spiel bringen, ja, und das Thema Integration aufgehen lassen in anderen Bereichen. Es sind in diesen ganzen Themenvorschlägen auch reingekommen, Deutschkurse, Mehrsprachigkeit und so weiter und so fort. Ja, das ist alles, das durchzieht sich. Es gibt auch Katergespräche darüber, dass Religionen miteinander gut auskommen sollen. Und es gibt auch Gespräche, wo manche sagen, ja, die Leute sollen sich anpassen und so. Solche Gespräche gibt es auch. Ja. Aber wir haben bewusst gesagt, jetzt wollen wir den Begriff Integration nicht verstecken, aber auf einer anderen Ebene breiter anlegen und die gesellschaftliche Konfliktlinie nicht in Form von Inländer, Ausländer definieren, sondern schauen, was gibt es noch andere Hindernisse da. Die Ausschlusskriterien, die haben wir müssen definieren, weil es nicht gewährleistet werden konnte, ob irgendwelche rassistische oder wiederbetätigende Vorschläge oder Ideen oder Gespräche stattfinden können. Das heißt, wir haben seit 2 Wochen lang, wird das Ganze vom Katerbüro beobachtet, welche Themen da reinkommen. Hätten wir diskriminierende, sexistische und rassistische Themenvorschläge angenommen, hätten wir zum Teil, sage ich jetzt einmal, uns strafbar gemacht, weil wir mussten jetzt, wenn jemand im Sinne von Wiederbetätigungsgesetz irgendetwas schreibt, der dürfen wir nicht. Aber wir haben darauf geachtet, dass wir nicht überspitzt, verkürzt sofort darauf reagieren, sondern wenn jemand vorgeschlagen hat, ja, man sollte in Wien Deutsch reden, ja, haben wir gesagt, okay, lass mal zu, die Leute wollen darüber reden. Oder wenn jemand gesagt hat, wir haben auch darüber gesprochen, wenn jemand vorschlägt, meine Nachbarn sind Türken und die Türken sind laut, soll man das zulassen oder nicht? Ja? Ist das ein Nachbarschaftskonflikt oder ist das ein ethnischer Konflikt? Ja? Und über diese Sachen, wir haben gesagt, nein, denn solange es die Grenzen nicht zu sehr strapaziert, ja, werden wir mit der Katerbeirat und das Katerbüro, nicht die Politik, ja, eingreifen. Und zu den interessanterweise ist zu der deutschen Sprache, klassischer Integrationspolitikbereich, sage ich jetzt mal, Sprache, 95 Themenvorschläge gekommen, davon die Hälfte Mehrsprachigkeit und die andere Hälfte ist deutsche Sprache. Es hat dann innerhalb der SPÖ ein sehr, sehr starker Diskurs begonnen, weil die 6-Punkte-Programme, die SPÖ hatte 6-Punkte-Programme, ist wirklich die deutsche Sprache im Zentrum der Integrationspolitik oder nicht? Wenn 1848 Themenvorschläge reinkommen und davon sind nur 95 die Sprache betreffend und davon wiederum die Hälfte Mehrsprachigkeit und die andere Hälfte Deutsch. Das hat mittlerweile gibt es in der Politik eben die Einstellung aufgrund der Charta-Themenergebnisse, dass die deutsche Sprache nicht das Zentrum der Integrationspolitik ist. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch eine Abschlussrunde, dass jeder noch mal zu Wort kommen kann und vielleicht auch noch die letzten Fragen beantwortet, damit wir dann in die allgemeine Diskussion übergehen können. Bitte, Maxi. Ja, ich wollte eigentlich so was Ähnliches sagen, wie der Schemel zum Schluss gesagt hat, wenn man die Menschen selber die Themen vorgeben lässt und dann sich auch noch selber aussuchen lässt, worüber sie diskutieren, dann ist ja das eigentlich, finde ich, schon
ein total interessantes Ergebnis, weil wenn da, wie wir das in einer sauberen Stadt leben, wie wir das dritte Thema, irgendwas mit sauberer Umwelt, wenn das genauso ein großes Thema ist, wie ich und die anderen, und ich und die anderen dann gar nicht so viel Sprache beinhaltet, wie du gerade gesagt hast, finde ich das schon ein interessantes Ergebnis, weil das heißt vielleicht, dass die Leute Migrantinnen gar nicht so sehr als Thema beschäftigen und das in den Medien viel mehr hochgekocht wird, weil es halt 500 in der Stadt gibt, die besonders laut schreien, und eigentlich gibt es 3000, die sich darüber ärgern, dass die Stadt schmutzig ist. Also ich finde, das ist ja eigentlich ein total interessantes Ergebnis, mit dem man schon viel anfangen kann, nämlich gerade auf einer politischen Ebene auch. Ja, was ist mir jetzt noch eingefallen? Also, so wirklich klar, was in der Charta drinnen steht, wird, ist mir immer noch nicht, wenn es kein Regelwerk ist. Und es mag auch nicht direkt am Prozess jetzt liegen, sondern du hast es jetzt eher schon erwähnt, die SPÖ hat dann ihre Punkte aufgestellt und ich glaube, es war sogar schon im Wahlkampf davor, diese Hausordnung, die da kursiert ist, damit war sofort bei vielen auch, also Charta ist irgendwie ein schöneres Wort für Hausordnung, wenn man will, und da schwingt dieser Law and Order-Klang einfach schon mit, und dann hat man sich auch durchaus schon vorstellen können, dass eigentlich im Vorhinein eh schon klar ist, was in dieser Charta drinnen stehen wird, nämlich ein bisschen so Respekt, Toleranz für das Gute gegen das Böse, und jetzt lassen wir aber die Leute vorher drüber reden und nachher dann präsentieren wir ihnen die Charta, aber wir wissen im Prinzip eh schon, was drinnen steht, weil, also ich kann mir nicht viel anderes vorstellen, was drinnen stehen würde. Ja. Und auch bei Respekt sozusagen, das zwar prinzipiell ein positiv aufgeladener Begriff ist, der kann dann auch sehr unterschiedlich von den Leuten interpretiert werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand den Respekt von Migrantinnen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft einfordert und sagt, wer hierher kommt, muss XYZ respektieren. Insofern ist auch hier wiederum relativ offen der Interpretation überlassen, was man mit dem, was daher gefordert wird, dann möglicherweise auch anfangen soll. Die Anregungen, die hast du gemeint, die sind durchaus auch aufgenommen worden und weitergeleitet worden. Das finde ich natürlich auch positiv. Im Endeffekt wird es dann irgendwann eine Abschlusspräsentation geben. Da steht dann drinnen, und das wird dann medial kommuniziert werden, oder jedenfalls wird es in den Medien so rüberkommen, das ist jetzt das Ergebnis des Charta-Prozesses, das ist die Charta. Da werden die Anregungen dann aber wahrscheinlich nicht drinnen sein, weil das sind ja die Aufträge an die Politik. Und übrig bleibt dann wiederum das Regelwerk, also das, was jeder Einzelne und jede tun kann. Und davon sozusagen fürchte ich mich auch. Es ist nichts, noch einmal, gegen diese gegen den Prozess, gegen die Gespräche, das ist meiner Meinung nach Stadtteilarbeit, das sind Nachbarschaftsgespräche, das finde ich sehr gut und wichtig, und dass das auf einer so breiten Basis aufgesetzt wird, umso wichtiger. Ein bisschen Bauchweh, aber wie gesagt, ich war bei keinem Gespräch dabei, habe ich auch bei den Gedanken der Laienmoderatorinnen gehabt, wo Stichwort Rassismus, wie geht man dort um, wenn hier rassistische Äußerungen oder sexistische, was auch immer, vor Ort geäußert werden? Können die Leute, die nicht als Mentorinnen etc. geschult sind, damit umgehen? Können die stoppen, ohne dass es dann wiederum heißt, aber ich darf ja gar nicht sagen, was ich mir denke, wozu komme ich da zu einem Gespräch her? Umgekehrt müssen sich dann die Leute den Rassismus dort auch noch anhören, den haben sie eh täglich auf der Straße, da brauche ich nicht extra noch in ein Gespräch gehen, das moderiert wird und von der Stadt Wien in irgendeiner Form auch organisiert wird. Also sozusagen, da sehe ich auch eine gewisse Problematik. Und wie die Umsetzung jetzt der Gespräche in die Charta, das ist mir immer noch eine Blackbox. Gott, ich habe eh schon so viel kritisiert, also fasse ich mich jetzt kurz. Ich finde es toll, dass man diese 6.000 Leute erreicht hat in Wien. Ich frage mich, ob das repräsentativ ist für ein am Ende tolles Buch, das man präsentiert und sagt, das sind unsere Wiener und Wienerinnen, so denken sie, das wollen sie, das beschäftigt sie. Für das, dass es ein breit angelegter Prozess war, war mir auch die mediale Präsenz viel zu gering. Also ich habe erst heute ein paar Leute gefragt, was fällt dir zu Wiener Charta ein, weil ich wusste, ich komme her und ich wollte einfach sozusagen Feedback von den Leuten haben.
Und zwei Drittel davon haben irgendwie gemeint, ja, habe ich vielleicht mal gehört. Und ein Drittel hat es überhaupt nicht gekannt. Und die, die es gehört haben, waren aber bei keinem Gespräch. Also die waren sicher nicht in den 6000 drinnen. Wie auch immer. Also ich finde es toll, dass sich zumindest 6000 beteiligt haben. Das ist schon viel für Wien. Ich würde mir nur Sorgen machen, dass dieses tolle Buch, das dann am Ende entsteht, nicht eine Art Realitätsverzerrung ist. Weil er sozusagen genau das darstellt, was man sozusagen in diesen Wohlfühlgesprächen, wo schon vorher selektiert worden ist, was geht und was geht nicht, dann eben dokumentiert hat. Also ich würde mir sozusagen ein Drüberschauen wünschen und ich würde mir auch sozusagen von der Stadt Wien als Ergänzung zu solchen tollen Gesprächsprojekten einfach auch konkrete Maßnahmen wünschen, wie man sozusagen an den Strukturen rüttelt, die tatsächlich dieses Konfliktpotenzial verbergen und wo man tatsächlich ansetzen müsste, damit sich längerfristig auch was ändert. Vielen Dank, Schäfer. Also das Wort Hausordnung ist in unseren ersten Gesprächen mit der SPÖ in Form von noble Hausordnung gekommen. Ja? Und wir haben gesagt, nein, wir wollen keine noble Hausordnung haben, wir wollen auch nichts haben, wo die Leute bevormunden, was zu tun ist. Es stimmt schon, dass es Gesetze gibt, die das Leben in Wien regeln. Aber es gibt Räume, es gibt Bereiche, wo das Gesetz trotz des Gesetzes Konflikte gibt, trotz des Gesetzes Potenziale gibt, ja, und die wollen wir aufgreifen. Ich gebe nur ein einfaches Beispiel. Ja, Bürgerinnenbeteiligungsprozesse bei irgendwelchen Garagen. Ja, das ist gesetzlich geregelt. Staatsbürger und Staatsbürgerinnen dürfen da mitmachen. Alle anderen, die in diesem Umfeld wohnen, dürfen nicht mitmachen. Ja, unterschiedlich aus. Und in diesem Charta-Prozess ist auch das zur Sprache gekommen. Ja, ich als Person würde gerne bei einer Bürgerinnenbeteiligung teilnehmen. Das wäre mein Beitrag. Ja, so eine politische Forderung, unformuliert, sage ich jetzt einmal. Also es sind wirklich nicht in Richtung Hausordnung gehen, sondern normierende Überlegungen da. Ja, das wollen wir nicht. Das, was wir wollen, ist zuerst einmal zu zeigen, in Wien wurde über diese Themen diskutiert. Es repräsentiert nicht ganz Wien, das stimmt. Ja, aber es repräsentiert diese 6000 Personen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wenn man den Themenfindungsvater und andere auch noch hineinnimmt, ja, werden es mehr Leute sein. Es geht darum, zu zeigen allen anderen Beteiligten, dass es eben diesen Prozess gegeben hat. Ja? Und dass die Inhalte dieses Prozesses komprimiert, aber nicht normiert in einem Buch erscheinen, dass die Leute lesen können, aha, in Wien wurde über Nachbarschaftskonflikt diskutiert. Oder über Nachbarschaftsbeziehungen diskutiert. In Wien wurde darüber diskutiert, wie die Potenziale auf einem Markt oder es kam zum Beispiel bei einem Gespräch Busfahrer und Taxifahrer. Ja, Busfahrer und Taxifahrer sind zusammengekommen, öffentlicher Verkehr, die darüber diskutiert haben, welche Probleme im Verkehr sie miteinander haben. Jetzt haben die Taxler beschlossen, sie werden immer wieder einen Busfahrer begleiten während seiner Fahrt, damit die andere Perspektive des Busfahrers hineinkommt, ja, nicht nur vom Taxifahrer die Perspektive das Ganze betrachten. Also auch über solche Sachen wurde diskutiert. Ich denke mir, dieser Austausch ist ja auch nicht eine Stadtteilarbeit. Ja. Ich kenne Stadtteilarbeit ist eine Betreuungsarbeit. Da geht der Betreuer hin. Das Verhältnis ist so. Zielgruppe oder manche sagen Klienten, Klientinnen, geht der Betreuer hin und sagt so, ich komme mit vom Nachbarschaftszentrum oder vom Verein Wiener Jugendzentren, ich bin beauftragt von der Stadt Wien, dich zu betreuen. Das Verhältnis ist ein Betreuer und zu betreuen das Verhältnis. Und hier ist das nicht der Fall. Ja? Hier sind die Leute, weil die Leute schlagen selber vor, worüber sie reden wollen und die Zusammensetzung der Gruppe gestalten sie auch selber. Also so gesehen ist es auch ein Bruch mit dieser Betreuungskultur, Betreuungswahn in Wien, sage ich jetzt einmal, wie jeder Bürger betreut werden muss, sondern es geht darum, dass die Bürger Räume bekommen, Möglichkeiten bekommen, selber zu reden
und selbstverständlich, und da haben wir ein großes Problem, zu gestalten. Bei der Gestaltungsgeschichte diskutieren wir ständig mit der SPÖ, Evaluierung der Ergebnisse, das muss gewährleistet sein, aber wir wollen auch, dass diese Personen, die da diskutiert haben, gestalterisch eingreifen können. Und das ist ein Knackpunkt, worüber wir weiter diskutieren werden. Bei der Moderatorinnen-Auswahl muss ich die Kritik zurückweisen, weil wir haben keine wir haben Moderatorinnen gehabt, die haben Aufwandsentschädigung bekommen, aber es gab Kriterien, was die Moderatorinnen erfüllen müssen. Also es gab, sie müssen unbedingt ein Konfliktmanagement abgeschlossen haben oder einige Kriterien hatten sie erfüllen müssen, erst dann wurden sie eingeladen, in diesen Prozess mitzumachen. Sie sind vorher eingeführt worden in den Prozess und es wurde eben über diese Etikette, was passiert, wenn irgendwelche Eskalationen da sind und welche Rolle haben die Moderatorinnen. Und aufgrund dieser Qualifikation haben wir gesagt, die Moderatorinnen haben auch das Recht, ein Gespräch abzubrechen. Wenn sie sehen, es wird gefährlich oder es artet aus, ja, das Ding. Und sie haben ja auch immer zu Beginn der Gespräche immer wieder die sogenannten Spielregeln aufgestellt, worauf man achten soll. Dass es bei manchen Moderatorinnen nicht hingeklappt hat, nicht hingekaut hat, das kann sein, es waren 300 Moderatorinnen, die angemeldet waren und die Auswahl hat das Katerbüro getroffen. Ich habe auch Beschwerden bekommen, dass sich dieser Moderator war nicht gut, aber ich habe auch sehr viel Lob bekommen, dass die Moderatorinnen exzellent gut waren. Also das eine und das andere hat es gegeben. Wichtig ist diese Ehrenamtlichkeit, die Aufwandsentschädigung war wie viel? 60 Euro oder so. 60 Euro. Die Leute haben sich die Zeit genommen, die Moderatorinnen, haben nachher auch dokumentiert das Ganze. Das heißt, sie haben mindestens 5-6 Stunden in ein Gespräch gesteckt, ja, 2 Stunden das Gespräch länger. Also es waren Leute, die freiwillig sich angemeldet haben. Es ist nicht ein Abhängigkeitsverhältnis gewesen, jetzt machst du mit oder so. Und dieser Aspekt ist, glaube ich, 300 Personen, mich würde wahnsinnig interessieren, auch die Erfahrungen von den Moderatorinnen. Wir haben grün intern einmal eine Moderatorin im Gespräch geführt mit 50 Moderatorinnen und deren Erfahrungen waren auch sehr, sehr wichtig. So. Kann ich mal zu den Fragen von Ihnen übergehen? Nein, wir werden, wie gesagt, evaluieren das Ganze und da gucken wir drauf, dass das Ding wissenschaftlich begleitet wird. Und der Koalitionsausschuss muss politische Lehren daraus ziehen, da sind wir uns einig. Die Sandra Braunberger und ich haben auch schon darüber geredet. Nein, das ist ein Auftrag an die Politik, wo wir handeln müssen. Konsequenzen ziehen müssen. Diskutieren wir nochmal vielleicht. Ja, es ist ja die Nachhaltigkeit. Wir wollen ja, dass dieser Prozess fortgesetzt wird. Die Form kann sich ein bisschen ändern. Ich glaube, dass Wien einfach dieses persönliche Gespräch oder dieses Gruppengespräch notwendig hat. Ich kenne ja das selber. In einem Haus, ja, machst du Musik, kommt der Nachbar nicht zu dir, ruft gleich die Polizei an. Oder im Hof sind die Kinder laut, spricht der Nachbar nicht mit den Kindern, bewirft sie mit Tomaten. Und in diesem Katerprozess ist es möglich geworden, dass diese Parteien zusammengekommen sind und miteinander geredet haben. Okay, vielen Dank erstmal für eure Inputs und auch für die interessante und durchaus kritische Diskussion. Ich würde es gerne die Diskussion erweitern und Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen oder mit uns zu diskutieren. Karin, hast du das? Brauchst du das oder? Nein, das geht auch so, glaube ich. Wir sprechen ja hier nicht über ein grünes Projekt, wenngleich es eine grüne Initiative war im Regierungsübereinkommen. Und ich glaube, ja, das steht im richtigen Kapitel, also im Kapitel Integration. Und meine Frage geht in die Richtung Schengen. Du hast gesagt, es handelt sich bei dem Prozess um eine Bewegung. Wenn es sich um eine Bewegung handelt, muss jetzt heute, so fast am Ende, etwas anders sein bei den diversen Akteuren als davor. Und mich interessieren 3 bis 4 Akteure, wo ich dich bitte, sozusagen ein Bauchgefühl oder eine Einschätzung mitzuteilen.
zum ersten Mal, was hat es bewegt bei den Wiener Grünen, ja, sozusagen dieser Prozess? Ich weiß die Antwort, die habe ich auch schon selber ein bisschen, aber ich möchte auch von dir hören. Zum Zweiten, was hat es sozusagen ausgelöst, bewegt oder verändert bei dem Apparat der MA17, also bei der Frau Dr. Stuppe? Und das doch Wichtigste ist, was hat es verändert möglicherweise bei unserem größeren Koalitionspartner, der SPÖ, die ja ein bisschen hinterrücks am Anfang des Prozesses mit ihren 6 oder 7 Punkten das Ergebnis einer Wiener Charta ja schon vorweggenommen hat. Das hat sie nicht aus Nix und Dollerei gemacht, der Herr Häupl hat das nicht aus Nix und Dollerei gemacht, weil die hatten im Vorfeld ja sondern die größte Mitgliederbefragung in der Geschichte der SPÖ, und rausgekommen ist, dass die Basis der Parteimitglieder mit der Integrationspolitik der Stadt Wien nicht einverstanden ist. Und auf die Frage von Journalisten hat der Bürgermeister gesagt, naja, wie das immer so ist, mir zu antworten, der einen Hälfte, also es ist, glaube ich, 25% waren nicht zufrieden, und der Bürgermeister dividiert das dann so auseinander, na, der einen Hälfte macht man zu viel und der anderen Hälfte macht man zu wenig. Ja? Und meine Vermutung geht schon ein bisschen in die Richtung, dass sozusagen die notwendige pragmatische Vorgangsweise mit dem ganzen Prozess jetzt niederschwellig zu machen, es vom Ziel her nicht sehr deutlich auszusprechen, worum es in Wirklichkeit geht, weil es geht natürlich schon auch um eine 28% FPÖ in dieser Stadt, die mit dem Resultat spielt, so als Gender. Faden verlieren, jetzt komme ich zum Schluss. Hat sich sozusagen an dieser 50-50 den einen zu viel, den anderen zu wenig etwas geändert? Ja? Und vielleicht verlierst du ein paar Worte zu sagen, wie schwierig war das irgendwie in den Detailverhandlungen mit der SPÖ in diesem Prozess? Und ja, ich habe die Frage gefunden, sind Sie heute am Ende des Prozesses mutiger, als Sie am Anfang waren? Ja? Sind Sie heute, ist die SPÖ heute mutiger in Integrationsfragen, als Sie es am Anfang waren des Prozesses? Bitte schön. So, was hat der Prozess bei den Grünen bewirkt? Da habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. In manchen Bezirken gab es kaum Interesse. Ich bin ja im Vorfeld des Ganzen in den Bezirken durchgegangen, für diesen Prozess zu werben. Also manche Bezirke haben wirklich gute Gespräche zustande gebracht. Der 16. Bezirk hat auch neue Menschen kennengelernt. Es gab ein Gespräch zwischen der Bezirksorganisation und einem großen serbischen Dachverband, ja, wo sie zusammengekommen sind. Es hat neue Türen geöffnet. Es hat im 9. Bezirk ein Gespräch gegeben, im 15. hat jemand erzählt. Also manche Bezirke haben wirklich auch sich bemüht, hier etwas zu machen, auch bei den Teilorganisationen, weil bei den Grünen Migrantinnen, wie waren wir passt, wir haben zum ersten Mal nicht über ein Integrationsthema, sondern über Verkehr geredet. Und da haben wir gesehen, wie Joe Taylor und ich total anders denken. Also total anders denken, oder Herrn Carlos. Es hat den Grünen schon etwas gebracht, wo wir zum einen neue Leute kennengelernt haben, aber zum anderen auch gesehen haben, was reden die Leute. Was geht die Leute, weil wir diskutieren immer wieder, wie können wir neue Zielgruppen erschließen. Da muss man auch wissen, was die Leute diskutieren. Und jene Grünen, die in diesem Prozess teilgenommen haben, haben hier mitbekommen, was die Leute bewegt sozusagen. Die Wiener Charta war bei den Grünen auch auf der Homepage, auch im Club, ziemlich stark präsent. Ja? Wir haben auch immer wieder versucht, den Integrationsarbeitskreis einzubinden, beziehungsweise andere Leute einzubinden, hier in diesem Prozess mitzumachen. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine charta-bedingte Sache, wo wir mitmachen und wo wir mitmachen. Die Mobilisierung, die Motivation der Leute muss auf einer anderen Ebene auch diskutiert werden, denke ich. Ja. Bei der MA17 ist total beflügelt durch den Charta-Prozess. Die
Leiterin oder was gesagt, ich hätte mir nie erwartet, dass das so ein Erfolg wird. Ja, für sie ist es bereits ein Erfolg. Und die Mitarbeiterinnen der EMA 17 waren ja auch ganz aktiv in diesem Prozess beteiligt. Sie haben Vereine besucht, Vereine aufgefordert, mitzumachen, einzuladen. Ich vermute, dass auch bei der EMA 17 politisch etwas sich bewegt hat. Die EMA 17 hat ständig den Begriff Integration verwendet. Mittlerweile spricht die EMA 17 nicht mehr von Integration, nur noch von Diversität. Ja? Die EMA 17 lehnt mittlerweile den Begriff Migrationshintergrund ab, ja? Weil das auch im Rahmen des Charta-Prozesses ständig diskutiert worden ist. Was hat sich bei den Koalitionspartnern getan? Bei den Koalitionspartnern hat sich sehr viel getan. Die SPÖ war davon überzeugt, Integration ist Deutschland. Ja, trotz dieser Umfrage, sage ich jetzt einmal, wo die 50% gesagt haben, Mehrsprachigkeit, 50% gesagt haben, Deutsch soll im Zentrum des Ganzen stehen. Die SPÖ hat diese 6 Punkte zurückgenommen, die sie aufgestellt haben. Zusammenleben ist irgendwie Deutsch reden, Zusammenleben ist europäische Kultur haben, Zusammenleben ist was weiß ich, mehrere Dinge. Die haben diese 6 Punkte. Ich kann mich an die heftigen Diskussionen zwischen mir, Sandra und Nutten erinnern. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ihr legt uns ein Ei, ja? Das, ihr nehmt die Ergebnisse von der Charta von vornherein weg sozusagen und reduziert das Zusammenleben einfach auf Sprache. Und die Sandra Frauenberger hat dann gesagt, nein, es kann nicht sein, für uns ist Integration oder Zusammenleben. Zusammenleben, nicht nur Integration, Zusammenleben umfasst mehrere Bereiche. Erst dann wurde die Charta auf diesen Boden aufgestellt. Ja, nach diesen Diskussionen ist das Basisdokument der Wiener Charta, so wie es dort steht, ja, aufgestellt worden und nicht Integration fokussiert und nicht Deutsch fokussiert sozusagen. Und mittlerweile spricht die SPÖ auch nicht mehr davon, dass Deutsch, Deutsch das einzige Integrationsding ist, Instrumentarium ist, sondern eben es viel mehr zusätzliche Dinge braucht, damit eben Dinge zustande kommt, sage ich jetzt einmal, ein besseres Zusammenleben zustande kommt. Also die SPÖ hat sich ziemlich stark verändert. Und wir haben uns auch verändert, der Blickwinkel zum Zusammenleben und zur Integrationspolitik hat sich bei uns auch begonnen, sich zu ändern. Ja? Und wenn es dann gefragt wird, welche Änderungen sind, das können wir vielleicht ein anderes Mal angehen. Ja? Danke. Gibt es noch weitere Fragen? So. Ja, ich glaube, es geht so auch. Ich habe als Sozialarbeiter und Gemeinwesenarbeiter, habe ich heuer im Sommer 3 Gespräche besucht und 1 organisiert. Der Kritikteil an der Wiener Charta ist jetzt mittlerweile, glaube ich, recht gut von euch abdeckt worden. Also die positive Erfahrung war auf jeden Fall auch, dass ein Anlass war, dass Leute zusammenkommen. Und es war, wir haben ein Gespräch im Park, im Steinbauer Park organisiert. Das war fast kitschig, wie da jetzt wirklich unterschiedliche Leute vom Jugendlichen bis zum Dauerbeschwerdeführer vom Gemeindebau einfach an einen Tisch gefunden haben und das Gespräch gesucht haben. Das war ein irrsinnig positives Erlebnis. Wir haben es ganz gut gefunden, dass konkrete Forderungen herausgenommen wurden aus dem ganzen Prozess, konkrete Forderungen an die Politik. Es hat nämlich auch ein Negativbeispiel gegeben, zum Beispiel, dass eine SPÖ-Bezirksrätin Teilnehmerin vom Gespräch war. Es hat Lärmbeschwerden gegeben, dass Jugendliche auf einer Bank sich aufhalten und dort sehr laut sind oder dass das ein Treffpunkt für Jugendliche ist einfach. Und die Reaktion daraus war, dass eine Woche später die Bank entfernt wurde, ohne jetzt irgendwelche Ersatzflächen, dass irgendwelche Ersatzflächen geschaffen worden sind. Ich glaube, man kann Leute auch anders ausschließen als mit Regeln, also es war ganz konkret was sehr schwierig, Jugendliche einzubinden in den ganzen Prozess. Es haben die Jugendarbeitseinrichtungen natürlich so Schlupftüren versucht, dass jetzt dieses Gespräch von 2 Stunden oder von 1,5 Stunden ja nicht in dieser Form stattfinden muss. Es kann ja einfach reichen, dass eine Wand aufgestellt wird, wo jeder Jugendliche seinen Beitrag oder ihren Beitrag aufschreiben kann im Vorbeigehen. Der ganze Prozess war ein bisschen hochschwellig. Es war schwierig für uns, wenn wir zum Beispiel über Jugendliche reden wollen, die Jugendlichen oder mit Jugendlichen reden wollen, die Jugendlichen auch an den Tisch zu bringen, vor allem für diese Zeit.
Ja, ich hoffe, dass das Ganze weitergeht, nachhaltig bleibt. Wir waren ein sehr kleines Team, haben das sehr zu schätzen gewusst, dass wir jetzt Moderatorinnen von außen sozusagen engagieren können. Das war ein Service einfach auch von der Stadt Wien, weil im Prinzip könnte die Moderation, es ist die Aufgabe von jedem Gemeinwesenarbeiter, von jeder Sozialarbeiterin, dass das auch selber machen könnten, aber so war das halt so, dass wir das zusätzlich machen können. Das sind andere Bereiche ganz normal. Wenn wir was zum Thema Abfall machen, können wir von dem 48 Minuten holen. Wenn wir so eine Diskussionsrunde veranstalten wollen, dann kann wer von dem 17 kommen. Das war ein Service, haben wir das so gesehen. Meine Frage ist eben wirklich eher, wie können eben zum Beispiel Jugendliche, aber auch zum Beispiel Drogenkranke, Obdachlose, es hat einige Gespräche zum öffentlichen Raum gegeben, zur Marginalisierung im öffentlichen Raum, wie können die besser eingebunden werden auch in einer Form, wenn das jetzt weitergeht? Und ich bin schon sehr gespannt, was rauskommt bei der Charta. Wir haben immer wieder geredet darüber, die liegt vielleicht eh schon in einer Schublade. Kann auch sein, wäre jetzt nicht so tragisch, weil für uns war wirklich der Prozess das Wichtige. Vielen Dank. Schema, kannst du vorstellen, wie das verbessert werden kann, dass mehrere Menschen sich beteiligen können an dem Prozess? Man darf sich auf den anderen nicht verlassen. Ganz sicher nicht. Das war bei grünen Gesprächen so, dass man sich einfach darauf verlassen hat, wir stellen auf die Charta-Homepage jetzt offene Gruppe hin und es kommen. Man muss auch Werbung machen dafür. Ja? Und bei den Jugendlichen, ich kenne aus eigener Erfahrung, Jugendliche länger an einem Gespräch halten, ist sehr schwierig. Und man hätte das nicht so eins zu eins übernehmen müssen, jetzt kommen Jugendliche und zwei Stunden werden wir miteinander reden, sondern man hätte vielleicht andere Formen entwickeln können, wo man die Jugendlichen einbindet sozusagen. Ja, ganz gut geht es, halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder eine Stunde mit anderen Hilfsmitteln, das muss man dann vor Ort irgendwie machen. Aber das Ziel der Charta war auch durch die Multiplikatorinnen, durch die Partnerorganisationen einen Werbeeffekt zu erzielen, wo die Partnerorganisationen selber dann dafür Werbung machen, ihre Zielgruppe zu erreichen. Und hier ist es im Jugendbereich generell. Ich habe da einige Jugendvereine, die in den Jugendzentren, das Kind und so weiter, die haben Gespräche geführt. Ja? Und es sind ein paar Musterbeispiele da, es sind durchaus brauchbare gute Ergebnisse auch hier. Nur bei den Jugendzentren und Jugendlichen muss ich auch sagen, dass man hier auf die Mitarbeiterinnen eingehen muss. Es kann nicht sein, dass man den Mitarbeitern mitteilt, so jetzt musst du ein Charta-Gespräch organisieren. Das geht nicht, weil das demotiviert den Mitarbeiter und letztendlich auch in seinem Zugang zum Jugendlichen. Wenn der Mitarbeiter das als einen aufgesetzten Auftrag empfindet und keine Motivation hat, mit den Jugendlichen zu sprechen, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Danke sehr. Gibt es noch weitere Beiträge oder Fragen? Sonst können wir auch sehr gerne den informellen Teil übergeben und das Buffet ist offiziell eröffnet. Und es ergeben sich bestimmt noch einige gute Gespräche untereinander. Wollt ihr noch was ergänzen zum Schluss oder ist für euch gut abgedeckt? Ja? Dankeschön. Vielen Dank an alle fürs Kommen und danke fürs gute Gespräch.